So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder bei einem weiteren Let's Play. Dieses Mal Total War Attila. Ich hatte Lust, mal wieder einen Klassiker zu spielen oder einen älteren Total War-Teil. Und zwar mit dem Weströmischen Reich, weil es eine der schwierigsten Kampagnen ist in dem Total War-Universum. Und ich dachte mir, mache ich doch direkt ein Live-Let's Play draus. Das heißt, auf Twitch gestreamt und auf YouTube nachträglich hochgeladen, dass ich es gesagt habe, damit ihr wisst, was abgeht. Auf YouTube. Fragen im Chat, die werde ich vorlesen. Man kennt es von den anderen LPs. Also, das Römische Reich. Ostrom, seht ihr hier unten, steht sehr schwer. Aber wir spielen ja, wie man es auch im Titel sieht, das Weströmische Reich. Und das Weströmische Reich spielen wir auf Legendär und dem Schwierigkeitsgrad Legendär. Ich will mir diese Challenge setzen. Es ist eine schwierige Challenge, weil es eben eine der schwierigsten Kampagnen ist, die es gibt in diesem Universum. Ich hatte aber Lust drauf. Und mir bereitet das auch Spaß. Dementsprechend, Westrom, lateinischer Christentum, den werden wir versuchen durchzusetzen. Ne? Ein bisschen, so wie es damals war, wollen wir sie auch spielen. Dann haben wir den imperialen Schwur. Wir können Heerbanner aus verbündeten Horden einziehen, die römische Gebiete passieren. Will heißen, wenn... Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Nein, es geht. Wenn die mein Gebiet passieren, kann ich Truppen einziehen. Das zeige ich dann. Und kulturelle Integration, Unterhaltskosten für... Also -2% pro nicht-römische Einheit in einer Streitkraft, stetige Migration und Strafe für öffentliche Ordnung durch Immigration -50%. Wir haben ständig Leute, die in unser Gebiet kommen, weil es so schön ist im Weströmischen Reich. Also, wir spielen legendär, nochmal legendär, wir legen los. Die Luft war erfüllt von Rauch und Blut. Das Römische Reich war geteilt. Von den Säulen des Herakles bis zum fernen Ende der Adria erstreckte sich das Weströmische Reich. Heilige Erde, wo Männer von Größe eroberten. Jene, die folgten, vernachlässigten Rom und kämpften um vergangenen Rom. Entweder würden sie ihre nichtigen Streitigkeiten verwerfen oder der barbarischen Finsternis anheimfallen. Und siehe, ein rotes Ross, und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde. Römer des westlichen Reichs, jene noblen Söhne der ewigen Stadt, die Zeit ward gekommen, Roms Macht wiederherzustellen. Sie bereiteten sich auf Krieg vor. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das retten können. Es war Wille des verstorbenen Kaiser Theodosius, dass Rom geteilt werden solle. Und so seid ihr nun in einer prekären Situation. Überlastet und durch den verzweifelten Versuch, das westliche Reich vor der barbarischen Bedrohung zu beschützen, hat die Last militärischer und ziviler Verwaltung eure Wirtschaft ruiniert. Die öffentliche Ordnung schwindet. Und ihr solltet eure Streitkräfte näher an der Hauptstadt zusammenführen und Grenzterritorien, falls nötig, als Pufferzone abtreten. Sobald eure Infrastruktur gestärkt und direkte Bedrohungen beseitigt wurden, könnt ihr losziehen. Erobert eure Feinde und, wenn möglich, holt euch erneut die Herrschaft über das Oströmische Reich zurück. Ja, das ist jetzt... ein römisches Reich, das Augustus persönlich würdig wäre. Das ist jetzt sehr utopisch natürlich. So, das allererste, was wir machen, ist, dass ich die Sounds nochmal ein bisschen lauter einstelle. Hauptsächlich die Musik. Ich mag die Musik in dem Spiel nämlich sehr.
Ich hoffe, so ist gut, Chat. Wenn es noch ein bisschen lauter muss, sagt ihr Bescheid. Also, wir schauen uns die Knackpunkte am Anfang an. Ich versuche, möglichst viel zu erklären für die Leute, die den Total War-Teil noch nicht so gut kennen oder sagen, okay, kenne ich gar nicht. Wir gehen die Sachen Schritt für Schritt durch. Wie immer, wir haben Diplomatie mit den anderen Nationen, wie man es kennt. Dann haben wir Technologie. Das Spezielle an dieser Technologie ist, dass wenn wir hier über den christlichen Glauben Sachen freischalten, deaktivieren wir gewisse Technologien, die wir schon haben. Wir haben hier gegossene Architektur, also dass wir zum Beispiel den Zirkus machen, großes Theater, imperiale Bibliothek, Amphitheater, Theaterbibliothek. Hier unten haben wir Kloaker, Aquädukt, Netzwerk, Therme und so weiter und so fort, also Errungenschaften der Römer, die aber tatsächlich vergessen gingen mit der Zeit. Und wenn wir diese Technologien erforschen, dann vergessen wir die hier. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, was erforschen wir, was nicht. Das ist noch zu erwähnen. Jetzt ist wieder. Okay. Dann haben wir einen Knackpunkt. Wir haben, wenn wir uns die Karte anschauen, nehmen wir das mal schnell so. Wir haben hier unser Gebiet. Wir sind verbündet mit Ostrom. Das ist natürlich ein Vorteil. Wir haben aber schon mehrere Feinde am Anfang. Wir haben die Ostgoten, die logischerweise hier einfallen werden, weil die im Krieg sind mit ihnen. Die Westgoten, die mit dem Reich hier im Krieg sind. Wir haben die hier, das ist ein Nichtangriffspakt, aber die mögen uns nicht, wie man sieht. Das heißt, die werden uns irgendwann auch angreifen. Dann haben wir die Bastarden, die Gepiden, das sind alles Nationen, die potenziell hier einfallen können. Die Quaden, mit denen wir bereits im Krieg sind. Das heißt, wir werden hier verteidigen müssen. Dann die germanischen Stämme, die Franken, die Alemannen, die Markomannen, die mit mir noch nicht im Krieg sind, aber potenziell könnten. Die Alemannen sind mit den Sueben verbündet. Die Sueben, die laufen gerade auf meinem Territorium rum. Wenn wir denen den Krieg erklären, erklären wir auch ihnen den Krieg. Das heißt, wir erklären direkt der Grenze den Krieg. Ist es aber unter Umständen wert, dass wir die germanischen Völker aus unserem Land rauskriegen, weil die sorgen nur für Unruhe, die fangen an zu plündern, erklären wir vielleicht irgendwann den Krieg und machen dann Städte kaputt. Oder lassen sich sogar nieder oder gründen oder befreien sogar Völker, die wir eigentlich schon unterworfen haben. Mit den Sachsen sind wir auch im Krieg. Die können übers Meer oder hier drüber laufen. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich verteidigen. Ne? Köln müssen wir verteidigen, Colonia. So, die Gauten, die Jüten sind auch ziemlich anstrengend. Mit den Jüten sind wir im Krieg, die werden übers Wasser kommen. Dann haben wir Großbritannien, das zu der Zeit noch nicht so groß ist. Denn die Völker, die hier oben sind, die keltischen Völker, die mögen uns alle nicht. Warum das wohl ist, wissen wir auch nicht so genau. Vielleicht, weil wir sie gewaltsam haben versucht einzunehmen, wer weiß. Das ist immer ein Knackpunkt, da müssen wir gucken, wie wir zustande kommen. Teilweise werden wir hier vielleicht Gebiete abgeben müssen und uns vorsichtig zurückziehen, um zuerst den Kern zu stärken. Dann an der Grenze hier ist eigentlich in der Regel gut. Und Italien ist relativ sicher und Spanien ist relativ sicher. Aber Nordafrika. Wir haben die Maori, die Getolor und die Garamanten. Da müssen wir gleich gucken, wie die uns gesinnt sind. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so übel. Die könnten uns aber aus der Wüste theoretisch auch angreifen und in ehemaligen Karthago für Probleme sorgen. Was noch wichtig zu sagen ist, neben dem, dass wir die Grenzen haben, die schwierig sind, haben wir auch ein Riesenproblem mit der Bevölkerung. Ich glaube, warte, ich mache mich mal schnell raus. Seht ihr diese Liste hier? Eieiei. Ich überlege übrigens auch, ob ich hier rüber soll. Vielleicht ist die Seite besser. Ja, ich bleibe mal hier. Bad, danke schön für den Prime, danke für ein ganzes Jahr, Mann. Ihr seht, alle haben Probleme mit uns. Nicht so gut. Die Bevölkerung mag uns nicht. Das heißt, wir haben interne Probleme und Probleme außerhalb. So viel mal zur Lage. Dann haben wir die Fraktion. Die Fraktion besteht aus anderen Patriziern, also anderen Adelsfamilien, anderen Clans, die auch Statthalter und so weiter, Generäle stellen und unserer Familie. Wir haben unseren Kaiser, der die Gunst verloren hat. Das ist ein bisschen ein Problem, wenn wir hier drüber schauen. Das ist ein unschlüssiger Angreifer. Wir werden ihn nicht als General einsetzen. Das wäre auch ein bisschen scheiße, wenn der Kaiser stirbt. Die Gunst verloren.
Was ist das, seine Frau? Okay, seine Frau sorgt für einen Einfluss pro Runde, das ist gut. Integrität, wenn jemand Kommandant, ja, er wird Staatsmann, wir werden ihn als Staatsmann einsetzen. Hier haben wir überall verschiedene Boni. Die Boni beziehen sich teilweise auf, nehmen wir zum Beispiel seinen Bruder hier, ne? Die Armee, die hat eine Integration, das heißt, je nachdem, wie motiviert die Truppe ist, flieht sie oder meutert sie oder, ja. Und da müssen wir immer gucken, dass die Integrität hoch ist. Das lässt sich mit einigen Fähigkeiten herstellen. Kleiner Tipp noch, je höher die Autorität, desto höher ist die öffentliche Ordnung in den kontrollierten Provinzen und die Moral der Truppen. Je höher die List, der Kostenfaktor sinkt und wir können irgendwann sogar Nachtgefecht, also ne, wenn zwei Armeen nebeneinander stehen, das in anderen Total War-Teilen wird das teilweise Blitzschlag genannt, zwei Armeen stehen nebeneinander, man greift an und wenn man genug List hat, kann man einen Nachtschlag machen, wo man dann die eine Armee angreift und die andere nicht zur Hilfe eilen kann. Hingabe hat auch Effekte, dass zum Beispiel die Fähigkeiten ein bisschen schneller wieder ready sind, die Geschosse oder Nahkampf von der Truppe des Kommandanten stärker ist. So, genau, es ist, wie es richtig im Chat steht, Attila, es ist nicht, man färbt die Karte ein. Also ich habe ja auch zu Total War Rome 2 ein Let's Play gemacht, da haben wir auch Rom gespielt. Wenn ich nicht vergesse, verlinke ich das LP noch irgendwo hier. Da startet man ja in Rom und dann fängt man an, die Sachen einzunehmen. Wir haben hier schon ein großes Gebiet und versuchen, das Gebiet zu halten. Das ist auch die Zielvorgabe, die wir tatsächlich haben. Also überlebe bis zum folgenden Tag, Frühling 400. Das ist die Zielvorgabe. Überlebe. Das heißt, wir brauchen hier eine Zeit. Und das sind alles Sachen, wo es eigentlich darum geht, das Reich zu halten. So viel dazu. Gut, also Staatsmänner. Wir können in den einzelnen Gebieten Statthalter einsetzen. Wir können bis zu 4 Statthalter einsetzen, die dann das besser verwalten. Unsere Hauptstadt ist interessanterweise nicht Rom, nicht Italien, sondern Ligurien. Ne? Also hier. Das ist die Hauptstadt, das ist die Hauptprovinz. Da werden wir auch unseren Kommandanten dann einsetzen. Und, also unseren Chef, unseren Kaiser. So. Dann, schauen wir mal schnell. Also, Forschung gehe ich gerne am Anfang hierauf und dann hierauf. Hier kriegen wir etwas bessere Speerträger. Die Speerträger, die dann etwas besser sind, die sind tatsächlich auch in der Verteidigung, in der Stadt und in den Dörfern drin. Und hier Unterhaltskosten minus 10% für Nahkampfinfanterie-Rekruten. Ihr merkt also schon, hier können wir ein bisschen Geld sparen, recht früh. Grimghul, dankeschön für den Raid. Und Spawn, dankeschön für den Sub. Und Grimghul, dankeschön für den Sub. Und Astra, dankeschön für den Stufe 3 Sub. Danke für 80 Monate. Alter Falter, ihr supportet hier aber rein. Schön, spielen wir mal wieder einen älteren Teil. Ihr trotzdem hier supportet, mag ich. Gut. Etwas, was ich noch nicht erklärt habe. Die anderen Familien und wir kämpfen um die Macht. Und in vielen anderen Teilen ist es ja so, wenn man die absolute Macht hat, dann hat man viel Boni. Das ist hier nicht so. Wenn wir die absolute Macht haben, dann ist die öffentliche Ordnung sehr tief. Die Loyalität der anderen Familien ist auch sehr tief. Wachstum ist zurück. Wir haben zwar, die Armee ist zwar gestärkt und der Steuersatz ist hoch, aber das macht nicht viel Sinn. Sind wir sehr schwach? Dann ist, also ihr seht die Vorteile und die Nachteile. Ne? Das heißt, wir versuchen, die Macht ein bisschen ausgewogen zu halten, dass die anderen Familien uns gegenüber loyal sind, der Steuersatz aber nicht allzu sehr leidet. Ne? Also so in dem Bereich will ich mich hier bewegen. Annehmbar, ausgewogen, respektabel. Ne? Das ist wichtig. Zu viel des Guten, da kriegen wir nur Rebellen. Und hier, wenn das hier zu schlecht ist, dann haben wir auch wieder aufständische Familien bei den anderen. Das heißt, da kommen wir nicht wirklich viel weiter. So. Flavius ist unser Bruder. Zu euren Diensten. Und da wir ein Problem haben mit den Quaden, werden wir auch sofort zu den Quaden rennen. Und mit beiden Armeen dann versuchen, die Quaden zu besiegen, damit hier Ruhe ist. Vielleicht sogar zu unterwerfen, da gucken wir mal. Ich glaube, mit zwei Armeen dürfen wir es hinkriegen. So, was machen wir hier oben? Ihr seht auch, dass die Truppen schon angeschwächt sind, ne? Wir ziehen tatsächlich die hier etwas zurück. Sextus. Wie heißt der?
Sextus Balventius Perennis. Perennis. Also Sextus Perennis. Das ist wahrscheinlich ein Vor- oder Nachfahre von Schwanzus Longus. So. Bevor wir eigentlich Truppen verschieben, sollte ich vielleicht noch schnell was machen. Und zwar, also, mit Ostrom. Die Charles sind ziemlich leise. Gut, dann machen wir das alles noch ein bisschen lauter. Noch leiser. Also ich kann es mal, wir machen es mal maximal. Mal gucken, ob das besser ist, so. Bereit zum Kampf. Ist wirklich recht leise. Aber noch viel lauter kann ich es gar nicht machen, ne? Okay, warte schnell, ich habe eine Idee. Beziehungsweise muss kurz was prüfen. Gebt mir schnell einen Moment. Nein, ich glaube, wir müssen es tatsächlich so lassen. Ja, den Sound gecheckt vom Rechner selber. Also wenn Sie, warte schnell. Zu euren Diensten. Ach so, ja, okay. Zu euren Diensten. Ich glaube, es ist gut von der Lautstärke her. So, Entschuldigung. Dann, was haben wir bei ihm hier? Er ist verlässlich, aggressiv, Traditionalist, eine religiöse Intoleranz. Er mag uns eigentlich sehr und er ist verlässlich. Das heißt, das Bündnis, das bleibt bestehend. Etwas, was wir noch machen können, ist, dass wir Ostrom bitten. Gebe Gott euch Weisheit, damit ihr mich mit klaren Worten von unser Geld macht. Doch, doch, das Geld macht mich sehr glücklich. Magst du mir unser Wohlwollen? Ist vielleicht sogar ein bisschen laut jetzt wieder, ne? So, wir haben von ihm bis wir es ist so, die mögen uns, wir mögen sie, wir willkommen. Treiben ein bisschen Geld willkommen. Ein, ne? Setzt euch. Ihr müsst genießt mir sagen, ob die Lautstärke gut ist oder nicht. Diesen. Das sind die Verbündeten und die Vasallen von ihm. Ehre erweisen, nehmt diesen. Ich grüße euch, wie es eurem Rufe gebührt. Nehmt diesen. Das sind zusätzliche Abgaben, die wir hier einziehen. Seid ja? Gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen. Naja, mit den Franken sind wir übrigens Handel und nicht Angriffspakt. Die sind verlässlich, defensiv, vorsichtig und kulturell. Ja. Ist jetzt zu laut, ja, das dachte ich mir noch. Für euch auf YouTube, tut mir leid, dass wir hier so am Rumprobieren sind, aber es war so eine spontane Aktion zu sagen, hier lege ich jetzt los. Ihr Hunger nach einer Schlacht? Ich glaube, wir machen das mal so. Ihr müsst mir einfach Feedback geben, Chat. Ich erwarte eure Befehle. So, wir müssen mal schnell gucken. Also. Kriegen wir noch zusätzliche Abgaben? Nicht mit dem Honig. So, dadurch, dass er verlässlich ist und wir mit ihm Handel treiben, wird er uns wahrscheinlich nicht so früh den Krieg erklären, hoffe ich. Das heißt, ich kann ein paar Truppen von hier abziehen. Die Kaledonier, das sieht mir danach aus, die mögen uns tatsächlich. Okay. Kleiner Hinweis, je nach, also ihr könnt das Spiel mehrfach starten und die Fraktionen kriegen unterschiedliche Fähigkeiten. Ne? Teilweise mögen sie einen, teilweise mögen sie einen nicht. Durch die Bank mögen sie einen eigentlich nicht. Aber je nachdem kann es sein, dass zum Beispiel die alle einen hassen und die auch. Ne? Je nachdem, was für Fähigkeiten und was für Dings sie kriegen. Die zum Beispiel, die hassen uns. Fangen zwei Dinge an zu stecken. Kann ich auch nichts handelstechnisch machen. Mit denen haben wir zwar auch Handel, ist verlässlich, aber der hasst uns auch. Die Maori, die hassen uns auch. Okay, Nordafrika wird ein Problem. Kaledonier, da können wir eigentlich handeln. Wir hören uns eure Angebote gern an. Aber wickelt sie nicht in Lügen ein. Die Geister kennen die Wahrheit. Nicht in Lügen. Kann ich auch einfach so handeln? Damit schaffen wir es vielleicht, dass wir hier oben ein bisschen Ruhe haben. Zumindest von ihnen. Die anderen werden uns sicher den Krieg erklären. Wir schauen mal, wo wir handeln können. Finde ich nicht übel. Die Gauten, vielleicht? Seid ihr mutig oder töricht? Oder einfach nur verrückt. Spricht und ich höre euch an, ehe ich euch das Fell abziehe. Ich handle doch nur mit dir, Mann. Reitet. Wir versuchen, ich stimme. Mit allen zu handeln, ja?
mit allen zu handeln. Okay, wir machen das schnell anders. Die ziehen wir hierhin zurück. Die ziehen wir hierhin zurück. Und wenn wir auf die Karte gehen, hier unten, dann haben wir hier noch eine Armee. Die muss nach Nordafrika. Die kommt hier hin. Und hier bilden wir ein paar Kohorten aus an der Stelle und die gehen dann zusammen runter. Die treffen sich mit dieser Armee. Und das Erste, was wir versuchen, ist, ihn wegzumachen. Weil das ist eine ganze Provinz und er behindert uns hier. Skara, danke schön für den Stufe 1 ab. Danke für 3 Monate. Er behindert uns hier und wir versuchen da, das wieder zu vereinen, dass hier auch Ruhe einkehrt. So. Das sind die Truppenbewegungen. Dann haben wir hier noch die Sueben. Die Sueben sind ein Problem für mich. Ich schicke die Armee mal hier hin. Die soll nämlich schnell regenerieren. Und jetzt ist das, was wir als Fähigkeit haben, hier. Wir können Heerbanner einziehen. Von ihnen. Das ist diese ganze Provinz hier. Das heißt, wir können hier Heerbanner einziehen. Ja, wir nehmen die germanischen Schleuderer, die sind nicht schlecht. Die hier, die nehmen wir nicht, die brauchen wir nicht. Das ist schon mal gut. Dann kommt die Armee auch hier runter. Die Idee ist nämlich, wenn er uns den Krieg erklärt, dass wir sofort eingreifen können. Oder wenn wir mächtiger sind, dass wir ihn sofort erledigen und ausschalten. Er ist verbündet mit ihnen. Das heißt, die werden uns hier angreifen, wenn sie die Gelegenheit haben. Aber irgendwie müssen wir müssen die raus. Die müssen raus. Es muss alles raus. Muss alles raus. Wir können keine fremden Truppen bei uns in unserem Gebiet tolerieren. Dürfen wir nicht. Und die hierhin. So. Wir haben jetzt noch ein Problem mit den Sachsen. Um die Sachsen kann ich mich selber nicht kümmern. Wir können aber die Franken fragen, ob die Franken Bock haben, gegen die Sachsen zu kämpfen. Eure Rede sollte mir lieber gefallen. Ja, ja, ist ja gut. Wir können sie aber gegen die Jütten schicken. Die hassen sich. Auch nicht für ein bisschen Geld? Nein, keine Chance. Wir könnten die Alemannen fragen, obwohl die schon in einem Krieg verwickelt sind gegen die Vandalen. Götter des Jenseits, verschont mich! Warum stört ihr heute? Auch nicht. Die Markomannen vielleicht? Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten. Oder will sie behandeln mit mir? Okay. Kämpfst du gegen die Sachsen? Hättest du Bock? Gar nicht. Auch nicht, wenn ich dir ein bisschen Geld zahle? Schade. Aber wir könnten handeln, oder? Wenn ich dir ein bisschen Geld zahle. Für mich, aber bitte lass das. Sprecht von euer Eingebot. Schön. Schön, schön. Die Vandalen. Wir könnten die Vandalen fragen, ob sie gegen die Sachsen noch marschieren. Ihr habt viele Nettigkeiten für mich, aber bitte lass das. Sprecht von Fly. Große Pläne, bis zum ersten Mal die Runde beendet wird und die halbe Welt hier den Krieg erklärt. Ja, aber wir versuchen jetzt die Germanen, also die Idee ist, die Germanen in einem eigenen Konflikt zu verwickeln. Mein Volk hört dass wir fragen, zu. Wer greift wen an, wer hat Bock. Worte nicht. Wir haben Besseres verdient. Ob wir hier vielleicht noch ein bisschen Unruhe stiften können, wenn die nämlich sich gegenseitig bekriegen, dann vereinen sie sich nicht gegen mich. Warum ja, ja, ja. Stört ihr heute meine Verdauung? Wir brauchen den Ruhm des Kampfes. Wir stehen euch gegen diese finsteren Feinde. Mein Volk. Ja gut, dann fall 400, Mann. Schön, also Jüten und die Angel kämpfen gegeneinander. Das Schöne ist, dass die Jüten, wenn die Jüten gewinnen, sind wir die Angeln los. Wenn die Angeln gewinnen, sind wir die Jüten los. Spielt keine Rolle. Die Angeln werden jetzt uns nicht den Krieg erklären, sondern sie fangen an, uns zu mögen, weil wir beide gegen den gleichen kämpfen. Wir können die Thüringer noch fragen. Die Thüringer kämpfen eh schon. Nein, warte schnell. Die Thüringer auch noch schnell. Wir schieben einfach. Wir versuchen hier ein bisschen zu schieben. Sprecht offen und ich werde ihr... Auch nicht gegen die Sachsen. Das ist natürlich sehr schlecht. Die Sachsen werden ein Problem. Sage ich, wie es ist. Die Sachsen werden ein Problem. Also nur in dem Spiel. Ansonsten habe ich nichts gegen Sachsen. So, jetzt machen wir noch Folgendes. Nachdem wir die Armeen verschoben haben und versucht haben, diplomatisch... Ah, warte schnell. Diplomatisch will ich noch gucken, ob wir die hier auch noch irgendwie... Sagen, dass ich ein Amulett gegen den bösen nein. Blick habe. Fauler Zauber nein. Wird euch nichts nutzen. Ach nein, die Garamanten vielleicht noch. Werde ich etwa von Fremdländern gestört? Wenn ihr um Almosen betteln wollt, sprecht mit meinem Majordom. Keine Chance, keine Chance. Keine Chance. Also. Wir können diplomatisch gar nicht mehr viel machen.
Wir könnten dem Oströmischen Reich noch, der hat nämlich auch noch, also er hat auch Feinde hier und Feinde hier. Die Feinde hier sind für mich nicht so ein Problem. Gebe Gott euch Weisheit, aber damit ihr mich mit klaren Worten von eurer Sache überzeugen könnt. Die Westgoten sind da, die Alanen, das sind germanische Stamm, dürften hier sein und die sind hier und die Hunnen, also im Norden oben. Also, die hier, die sind hier in der Wüste und wir verlangen von ihm 1800 mehr, noch mehr, weniger, dass wir gegen die kämpfen. Die Idee ist nämlich, die kommen niemals bis zu uns, hoffe ich, aber wenn wir auch gegen die Krieg führen, mag er uns mehr. Nein, nicht anbieten, Entschuldigung, einfordern. Wir fordern, dass er diesem Krieg beitretet, wie es die Ehre verlangt. Ja, machen wir 1900. Sollte euch euer Selbst erhalten. Wir fordern, dass er diesem Krieg beitretet. Nein, gegen die kämpfe ich nicht, die sind mir nämlich viel zu nah. Machen wir 600. Dann sollte euch euer Selbst unser Geld machen. Ja, aber mein guter Freund. Mein Gut, es muss dich schon was kosten, wenn wir jetzt hier angreifen. Die erste Runde dauert super lange. Ja, jetzt. Sei mal nicht so geizig, du hast viel Geld, glaube ich. Schön. So, die hier. Und unser Bündnis verbessert sich jetzt. Ne? Also er mag mich viel, viel mehr, weil wir gegen die gleichen Feinde kämpfen. Alles, was von hier kommt, will ich nicht, weil, ne, das ist ein Problem. So, jetzt kommen wir zu den Strukturen. Es gibt ein paar Gebäude, die wir nicht brauchen. Wir brauchen zum Beispiel hier oben nichts für die Armee. Das ist ein Versammlungsfeld, das kicken wir raus. Das behalten wir, das gibt noch Geld. Hier unten haben wir dasselbe, das nehmen wir auch raus. Brauchen wir nicht. Wir gehen schnell alle Provinzen durch und wir reißen die Gebäude ab, die wir nicht brauchen. Bauen die Gebäude, die wir haben wollen. Ich muss ja die Bevölkerung irgendwie zufriedenstellen. Dafür bauen wir Verwaltungsgebäude, Kirchen. Ja, der Glaube soll Halt geben und Verwaltung soll Halt geben. Wir schauen, dass alle genug Essen haben. Das ist auch ein Problem für die öffentliche Ordnung. Ich kann das schnell zeigen. Hier minus 30. Minus 9 öffentliche Ordnung. Ist ja völlig klar, dass wir hier dann ein Feld bauen. Und wir nehmen Gebäude raus, weil wir haben nicht unendlich Platz. Das heißt, einige Gebäude müssen weichen, um Gebäude zu bauen, die die öffentliche Ordnung stabilisieren. Das Ziel ist also militärische Präsenz, bis wir die öffentliche Ordnung haben. Wenn wir die öffentliche Ordnung haben, kommt die militärische Präsenz an die Grenze. So viel dazu. So, hier in Rhaetia Enoricum ist alles gut. Hier haben wir... Okay, wir haben hier ein Nahrungsmittelproblem. Das hier möchte ich aber lassen. Das ist nämlich eine Wachstube, da haben wir zusätzliche Soldaten, damit die Feinde nicht so einfach einfallen in Italien. Wir nehmen also hier die hier raus, das Versammlungsfeld. Was haben wir in Rom? Ja, Rom lassen wir mal. Magna Graecia, ist gut. Insulae ist auch gut. In Ligurien sind wir, hier lasse ich tatsächlich das Versammlungsfeld. Hier bilden wir Truppen dann aus, wenn es soweit ist. Hier haben wir noch eine Wachstube auf der Seite, aber die brauchen wir nicht, weil das ist relativ sicher. Octodurum. Ja, als Schweizer tut mir das im Herzen jetzt natürlich weh, dass wir die Brunnenanlagen und das Badehaus und so hier abreißen in Octodurum. Aber muss jetzt halt sein. So. Hier oben haben wir Truppen. Das ist ein Versammlungsfeld. Das Versammlungsfeld nutzen wir auch direkt, um eine Kohorte zu bauen. Weil wir müssen die Armee nämlich wegkriegen. Dann nehmen wir Belgica. Belgica sieht aber soweit gut aus. Obwohl Colonia Agrippa würde ich eigentlich gerne für eine Wachstube reinnehmen, ne? Ja, gucken wir mal. Dann, hier nehmen wir garantiert das Versammlungsfeld raus. Ich werde hier keine Legionen bauen. Wir werden am Anfang mit wenig Legionen auskommen. Müssen. Ich brauche das Geld, um irgendwas aufzubauen. Hier lassen wir auch alles stehen. Aquitania lassen wir auch alles stehen. Das könnten wir abreißen, das Garnisonslager, aber solange er hier ist... Ja. Kleiner Hinweis, wir haben zwei Goldstellen, einmal kleine Goldmine und einen Goldschmied, was wir machen können. Den Goldschmied können wir aber nur machen, wenn wir die Edelsteine haben. Wenn wir den Goldschmied machen, ist das, was wir aus dem Wohlstand beziehen, Handel. Und hier ist es Industrie. Ich will aber Handel. Ich will dringend den Handel. Und die andere Goldstube ist hier. Die zwei sind Kern. Da werden wir auch Staatsleute reinschmeißen.
So, das müssen wir abreißen. Das gibt mir vor allem römisch-heidnischen Einfluss. Können ja auch nicht umbauen, das ist gut. Hier unten nehmen wir... Es ist eine halbe Stunde rum und ich habe erst die erste Runde gemacht. Ich weiß, aber wir müssen uns gut vorbereiten. Ich sag's euch, wenn die Kacke anfängt zu dampfen, dann sind wir froh, dass wir uns Zeit gelassen haben hier. Ja, ganz bestimmt. So, was haben wir hier? Das lassen wir alles stehen. Das ist soweit so gut. Hier haben wir nochmal eine Wachstube, die brauchen wir nicht, die reißen wir ab. Haben wir hier noch was? Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay, so, jetzt bauen wir was wo. Mein erstes Ziel ist, dass wir Spanien stabilisieren, damit ich hier keine Truppen binden muss. Das heißt, Spanien kriegt mal die Priorität, dass wir hier schön aufbauen. Will heißen, wir bauen in jeder Hauptstadt hier ein Kapitol. Ein Kapitol ist ein Verwaltungszentrum, wo wir öffentliche Ordnung kriegen und vor allem 300 Kultur, also Denare aus Kultur. Das wollen wir. Das kommt in jedes Ding rein hier. Das reißen wir hier auch noch schnell ab. Lokale Industrie ist zwar schon gut, aber ich habe zu wenig Nahrung hier drin. Das heißt, wir machen auch da ein Kapitol rein. Dann machen wir auch hier ein Kapitol rein. Dann machen wir auch... Als erstes, glaube ich, hier Kapitol rein. Ah, warte schnell. Habe ich hier geguckt? Nein. Das Ausrüstungslager reißen wir ab. Kleiner Hinweis noch. Gebäude, die wir abreißen, geben uns einen Teil des Geldes zurück, die es gekostet hat. Will also heißen. Hast du schon mal Westrum gespielt? Ja, ja. Ich habe schon ein paar Runs gestartet, damit ich einen Überblick kriege, was wichtig ist und was nicht. Deswegen weiß ich auch, was ich schon machen will. Deswegen reißen wir gewisse Gebäude ab. Deswegen holen wir gewisse Sachen ran, damit ich hier einfach einen Überblick... damit ich die Sachen von Anfang an einigermaßen stabil hinkriege. So. Unser Kaiser, der kommt nach Ligurien. In die Hauptstadt. Dann haben wir hier noch einen alten Staatsmann. Das ist ein intelligenter mit Kriegsschrei, aber das bringt mir gerade nicht so viel. Den schmeißen wir auf die Inseln. Hierhin. Warum schmeißen wir ihn auf die Inseln? Weil ich es auf jeden Fall vermeiden will, dass wir hier Aufstände kriegen. Es dauert ewig, bis ich zu den Inseln hinlaufe. Nahrungsproduktion und öffentliche Ordnung machen wir hier mal schnell rein. Und hier dasselbe. Nahrungsproduktion und öffentliche Ordnung hier oben. Ich frage mich, ob der bereit wäre, gegen die Hütten zu kämpfen. Aber wickelt sie nicht in Sachsen? Lügen ein. Ich habe Schiffe, ich kann rüber. Kennen die Wahrheit. Ja, Rest können wir vergessen. Ich krieg die nicht so zusammen. Schade, ich wollte dich schon verzweifeln sehen. Nein. Also an gewissen Stellen werde ich sicher verzweifeln, aber nicht überall. So, ich wollte noch bei den Generälen schnell drüber schauen. Also das ist ein zuversichtlicher Verteidiger und Agenten haben hier ein bisschen Boni. Die starten schon besser, das ist sehr gut. Wir nehmen schnell den nächsten. Er ist ein Verwalter, ein höherer Steuersatz. Er wäre ganz spannend als Statthalter, weil je mehr Autorität, desto mehr öffentliche Ordnung. Ihn ersetzen wir vielleicht gleich. Hasst müffelnde Barbaren. Das ist super. Schwanzus Longus verteidigt hier oben den Norden gegen die Barbaren, das ist gut. Dann haben wir hier Flavius. Der wäre auch spannend, in eine Goldprovinz einzusetzen. Der könnte mir gefährlich werden, weil er es politisch interessiert und der ist respektvoll. Dann haben wir Flavius, unseren Bruder, aber der wird eh kämpfen. Also, wir machen Folgendes. Wir nehmen den Verwalter hier, den nehmen wir raus. Ja? Na, warte, ich muss kurz gucken, die wir die anheuern können. Der ist ja auch Verwalter, ne? Steuersatz +3, kontrollierte Provinz.
Erbarmungsloser Angreifer, felsenfester Verteidiger. Ja, wir machen das trotzdem. Ich erwarte eure Befehle. Er ist ein guter Verwalter mit viel Autorität. Er wird als General entfernt, weil ich Pläne habe für ihn. Ja. Wir nehmen einen Verteidiger rein hier. Wir hungern nach einer Schlacht. Und dann hatten wir noch den Händler. Wo war der Händler denn? Wir hungern. Er hier. Den schmeißen wir auch raus und nehmen den erbarmungslosen Angreifer rein. Der ist zwar schon 40 Jahre alt. Ich könnte auch den 20-jährigen Verwalter nehmen, ne? Und ihn dann doch nochmal ersetzen. Wir nehmen den 20-jährigen Verwalter. Es geht mir darum, dass unsere Staatsleute möglichst langlebig sind. Die sollen früh anfangen und ihre Profession voll ausleben. Wir nehmen den 20-jährigen. Wir machen das mal schnell so. So, jetzt kommen die, jetzt brauchen die eine Runde, weil die Generäle werden jetzt, die gehen jetzt rüber und in der nächsten Runde können wir sie dann einsetzen an den jeweiligen Stellen. Ich denke, einen werden wir hier einsetzen, der mit der Kontrolle, und der andere kommt dann hier rein. Dann ist das schon mal gut. So, ich glaube, ich habe für die erste Runde alles so geregelt und gemacht, wie ich es haben wollte. Und dann gucken wir, wer uns alles den Krieg erklärt. Ah ja, gut. Ich hätte noch gerne eigentlich einen Priester rekrutiert. Haben wir irgendeinen, der unbedingt... der ist nicht schlecht mit Dings verbreiten. Ja. Wir werden Priester auch in Spanien einsetzen. Spanien wird schwer christlich, ne? Einfach um den Glauben hier zu fördern, um die öffentliche Ordnung stabil zu halten. Spanien ist unser Ziel Nummer 1, was den Ausbau betrifft. Alles andere kommt danach. Gut. Falls ihr euch übrigens fragt, warum es bei Spielstart und Spielende laggt, das Spiel speichert immer, weil ich auf Legendär spiele. Und weil ich kann ja nicht manuell speichern, er speichert immer nur automatisch. Zu verhindern, dass ich... Oh. Lade und... speichern und laden. Ja, die Quaden. Wir hatten es von den Quaden noch. Die greifen uns an. Wir kämpfen selber, wir kriegen das hin. Ich bin zuversichtlich. Wir sind schließlich Römer. Und das sind Barbaren, ja. Wir haben die Kriegskunst eigentlich erfunden. Und die Schifffahrt. Und die Kultur. Eigentlich alles. Das sind Müffeln der Barbaren, die uns angreifen. Was wollen die machen, die Quaden? Die sterben jetzt hier einfach. Gut. Also. Wir stellen das Wasser weg. Also eigentlich besteht die römische Armee zu dieser Zeit fast nur als Barbaren, aber pst. Hey, hallo? Kann man den mal meucheln im Chat? Der untergräbt meine Autorität, das geht nicht. Agenten? Ja, der da bitte. Nein, ist gut. Natürlich, das ist völlig richtig. Also es wurden sehr viele Leute angeheuert. Zu der damaligen Zeit. Meuchelangriffe kosten mich 300 bis 600 Denare. So, also, kampftechnisch können wir Folgendes machen. Wir können Barrikaden bauen. Die werden wir auch gleich hier bauen, um den Turm zu schützen und hier einen Bogenschützen hinzustellen. Wir schalten den noch schnell aus. Die Speerwerfer kommen mal dahinter. Die kommen auch ausgeschaltet. Ich erkläre gleich alles, warum. So, das ist die Mitte, die müssen wir verteidigen. Wir haben ein paar Türme und ein paar Gänge. Durch die Barrikade ist das mal sicher. Jetzt haben wir hier mehrere Gänge. Der greift von zwei Stellen an. Okay, wir machen Folgendes. Der General kommt hier in die Mitte rein. Angreifende Schildkrötenformation! Keine Kavallerie hier, aber Kavallerie hier. Okay. Wir stellen die Kohorten hier auf. In nahezu allen Total War-Teilen ist es nämlich so, dass der Höhenunterschied uns einen Vorteil gewährt. Wer von oben runterschlägt, das ist einfacher, ne? Kriegst weniger, also brauchst weniger Aufwand, schlägst härter zu. Von unten nach oben ist schwieriger. Das heißt, je länger, also der Kampf, der hier dauert, ist für uns gut. Wir gehen in eine Schildkrötenformation und ich stelle tatsächlich noch zwei. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich habe.
Die kommen dahinter, als die Kavallerie reinrennt. Wir stellen alles in Schildkrötenformation auf, weil es ist für mich einfacher, wenn die Geschosseinheiten nämlich schießen, töten die uns viel zu viel. Wir nutzen das sehr. Und wir könnten hier eine Linie bilden, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass sie außen rum rennen. Deswegen bilden wir hier eine Linie, dass wenn sie außen rum rennen, dass wir hier schnell noch provisorisch Verteidigung zusätzlich bauen können. Oder Truppen aufstellen können. Deswegen nehmen wir diesen Stein und das hier und versuchen hier eine anständige Linie aufzubauen. Defensive Schildkrötenformation. Sammeln hat er. Okay, so. Warum schalte ich die hier aus? Bogenschützen haben bei Attila recht wenig Munition. Auch Werfer. Sie sind sehr, sehr effizient. Oh, die Reiter habe ich vergessen. Die Reiter schmeißen wir hier hin. Kann ich die hier nicht? So, geht das nicht? Geht das hier? Hier ist gut. Wer die Formation verlässt, wird bestraft. So. Und das, was auch in allen Total War-Teilen tatsächlich der Fall ist, je weiter die Bogenschützen oder Armbrustschützen oder Speerwerfer werfen müssen, desto ungenauer. Also desto weniger Schaden machen sie im Umkehrschluss auch. In den meisten Total War-Teilen spielt das keine Rolle, weil du genug Munition hast. Da kannst du anfangen zu schießen, bis sie nah sind. Hier hingegen ist es so, die Munition ist extrem verschwendet, wenn sie hier stehen und ich schieße drauf und dann ist die Munition leer und dann rennen sie hier hin und dann habe ich keine Munition. Deswegen machen wir es manuell. Die rennen also an die Barrikade ran, die schlagen auf die Barrikade ein und die Bogenschützen können von oben runter in die Nacken reinschießen und richten erheblich viel Schaden an, weil sie A höher stehen und von oben runter schießen. Das gleiche, was auch zählt beim Schlagen von oben runter, zählt auch für Bogenschützen. Bogenschützen, die von oben runter schießen, machen mehr Schaden. Und die sind super nah. Das heißt, wir schlachten die einfach an dieser Barrikade. Wir müssen das so machen, sonst können wir die Barrikade nicht anständig brauchen. Gut, ich denke, wir haben alle aufgestellt. Wir sind alle in der Schildwallformation. Der Kommandant schützt die Seite, falls was schief geht. Und die Kundschafter nehmen wir tatsächlich hier rüber. Mit der Shift-Taste übrigens könnt ihr einen Befehl geben, hier hin. Shift gedrückt halten dann. Nochmal. Dann laufen sie zuerst hier hin und danach hier hin. Schicken jetzt aber sofort da runter. Alles geben, wie auch ihr alles geben müsst. Wir werden nicht aufgeben. Das ist gut. Ich finde das super spannend, geiles Projekt. Ja, ich hatte mega Lust und ich dachte mir, komm, ich bin kein schlechter Total War Spieler, ich nehme mal die ultimative Challenge. Let's go. Habe ich Bock drauf. Kann auch sein, dass ich es nicht schaffe, wer weiß. So, die Reiter kommen. Vorteil übrigens noch, in Schildwallformation 15 mehr Angriff gegen Kavallerie. Dicht geschlossen, wenn die Kavallerie reinrennt, killt sie vielleicht die ersten, aber werden von den anderen abgeschlachtet. Die Kavallerie kann gegen so eine dichte Formation fast nichts machen. Einmal Pause, muss kurz Wippi. Geht nicht. Wenn ich Pause klicke, kriege ich das Menü hier. Auf Legendär kann ich nicht langsam machen und es gibt keine Pause. Du musst dir in die Hose pissen. Es ist Krieg, Digga. Ich weiß nicht, was du eigentlich hier... Okay. So, die Kavallerie wird hier abgeschlichtet. Plan C, Flasche. Die gibt's zu der Zeit noch nicht. Es ist ein bisschen laut, wenn ich nah rangehe, ne? Ich hoffe trotzdem, dass es gut ist. So, die hauen jetzt ab. Aber die kommen wieder. Ein Turm ist gefallen. Naja, es werden mehrere Türme fallen. Bewegen die sich außen rum oder bewegen sie sich auf meine Leute zu? Sieht gut aus. Der versucht's nochmal. Okay. Der Feind greift unseren General an. Tatsächlich? Wie? Palatine wachen! Befehl verstanden! Okay, das hier sieht alles gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Oh. Okay.
Okay, das ist schlecht, dass die Speerwerfer hier werfen können. Da war ich zu spät. Aber die kriegen wir noch tot, sehr gut. Also ihr merkt den Unterschied, ne, hier. Das ist insane schnell eigentlich. So, ich versuche die eine noch schnell außen rum, um die hier noch zu holen. Weil dass die hier noch stehen, ist schlecht für mich. Und aufhören zu schießen. Okay, wir versuchen die germanische Schar hier noch ranzulocken. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Das passiert nicht. Okay, das sieht alles ganz gut aus. Das hier ist nicht so gut. Okay. Formation nicht sterben da, ne? Wenn der Kommandant stirbt, ist das ein Problem für uns. Sieht ganz gut aus. Ist doch die hier. Geh die mal schnell runter hier. Die haben ihre Munition schon verschwendet. Können wir die noch ab? Nein, die kriegen wir nicht mehr abgefangen. Niederlage nicht zugeben. Ihre Einheit hat sich gesammelt. Ja, so sicher ist die Niederlage eben nicht. Tragitari! Waffe! Hier hoch, los. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Wie viel hat ihr noch? Okay, Hälfte. Lebes Amateur! Runterwerfen. Sieht hier gut aus. Kriegen die weg. Okay, das ist nicht so gut. Die sind nämlich deutlich stärker als meine. Stopp, 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 stopp. Keine Munition verschwenden. Lockt sie hier ran. Lockt sie hier ran. Sieht sie eigentlich aus? Einigermaßen gut. Weiter, 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 weiter. Schön ranlocken hier. Und werfen. Du nimmst die Fliehenden bitte noch. Sehr gut, sehr gut. So will ich das sehen. Wir töten noch schnell die, die hier fliehen, damit auch möglichst wenig flieht, wenn wir es schaffen. Was ist das, die Idee dahinter? Ja, jetzt können die sie killen. Wir müssen hier unbedingt hin. Ich muss die Bogenschützen töten. Hier runter. Der nimmt den Punkt langsam ein. Wenn der Kommandant hier sterben. Oh shit. Ich versuche die Bogenschützen hier zu holen, dann können wir den Kommandanten nämlich näher ranschieben. Und wir schicken die mal schnell außen rum. Denen noch Mut zu geben, dass die da durchhalten hier, ne? Die Werfer gehen weiter. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. So, wir geben ihm Mut. Dann baue ich eine zweite Linie mit einem Schildwall hier.
Schön außenrum und dann voll auf den Kommandanten werfen. Und bitte tötet den Sauhund. So, wir schicken die Bogenschützen hier noch rein, damit wir das hier halten können. Schön in den Rücken, schön in den Rücken. Ja, die gehen gleich, das ist gut. Ich ziehe mal schnell eine Kavallerietruppe hier raus, dass wir die Fliehenden noch töten können an der Stelle. Wir dürfen den Punkt nicht verlieren, es gibt sonst einen Moral-Loss. Die Bogenschützen sind gebunden hier, das ist gut. Ja, da fliehen sie. Die fangen wir sofort ab. Die fangen wir sofort ab. Eine Einheit hat sämtliche verfügbare Munition verbraucht. Greift die an. Kriegen die auch Schiss? Holt aus und dann rein da. Ihr helft denen. 28. Ja, der kriegt die Bogenschützen nicht tot. Ihr habt jetzt. Go, 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 go. Reitet sie um. Das könnte Panik auslösen. Es löst Panik aus. Sehr gut. Die wanken hier auch die ganze Zeit ein bisschen, ne? Aber das ist nicht gut. Leves Amatural! Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Okay. So schnell umstellen hier, die gehen hier hoch. Sehr gut. Alle auf den General, alle auf den General. Ihm voll in den Rücken rennen. Knappes Ding, Digga. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Verstanden! Ja. Unsere Männer haben sich neu gruppiert! Die nächsten rein da. Ja! Da, die Bogenschützen sind wieder zurückgekehrt. Tötet den verdammten Kommandanten, dann ist vorbei. Wenn der Kommandant stirbt, ist durch. Ja, die haben wir. Die fliehen. Sie könnten wiederkommen, aber das werden die schaffen es nicht. Die sind da so eingequetscht. Wir haben die Oberhand erlangt. Ja, der feindliche Kommandant ist tot. Ihr General ist tot. Ein vernichtender Schlag. Das ist ein Moralverlust. Okay, gut. Ein glorreicher Sieg. Wir haben die Quaden abgewehrt. Was für eine Qual, die Quaden. So. Und jetzt wird die Armee aufgemischt noch. Es wird alles getötet, was Gruppen hat. Was haben wir hier? 8 noch. Was haben wir hier? 25 noch. Was ist hier noch dabei? Kommandant ist tot. Die Truppe löst sich eh auf. Den da. Es geht einfach darum, dass sie mit nichts mehr zurückkehren. Die sollen am besten hier abkratzen. Die sollen in diesem römischen Dorf sterben. Kein Mann soll zurückgehen. Okay, wir haben es verteidigt. Es sah danach aus, dass es hier hätte scheitern können. Puh, knappe Sache. Knappe Sache. Es ist manchmal echt so ein Kipp-Dings. Das ist das, was total spannend ist. Aber auch ein mega Frustpotenzial bietet. Wenn euch das Spiel übrigens zu laut ist, Chat, sagt Bescheid, ne? Ist es zu spät für Parlay? Die Quaden. Die jetzt, nachdem sie verloren haben. Parley! Ich würde gerne mit dem Kaiser reden. So, die müssen wir noch killen. Gut. Wenn die noch weg sind, dann könnte es sein, dass ein Teil der Kavallerie noch zurückkehren kann. Das ist ein Einzelner, der überlebt das nicht. Das sind noch 6. Wir gehen auf Nummer sicher, machen die noch schnell platt. Sind es noch 5. Sind es noch 3, das reicht. Okay. Ja, ich glaube, die sind entkommen, dass das überlebt hat. Die werden auch zurückkehren in ihr Dorf. Von uns hat alles knapp überlebt, das ist sehr gut. Nein, wir haben die ganze Armee. Sehr schön. Sehr schön. So.
Die überlebenden Soldaten können wir entweder verkaufen, das senkt aber die Integrität meiner Truppen, das ist nicht gut. Wir können sie auch töten, die Feinde der Quaden würden das appreciaten, oder wir nehmen sie in unsere Reihen auf. Die Überlebenden sollen für uns kämpfen. Und das machen wir. Wir nehmen die Krieger auf, bereit zum Kampf, weil unsere Truppen haben sehr gelitten. Oh, die Getulerei, und die Maori, okay. Die werden sowas von Nordafrika erschüttern. Wir hungern nach Gut. einer Schlacht. Er hat XP gekriegt. Ist er eigentlich ein cleveres Kerlchen? Nicht ganz. Integrität plus 2 für die kommandierende Streitkraft und Autorität plus 1. Ich mache es hauptsächlich wegen der Integrität der Armee, also der Gehorsam. Und dann hätten wir theoretisch noch das hier. Wir kriegen eine plus 1 List und öffentliche Ordnung plus 2 in der lokalen Provinz. Also da, wo sie stationiert sind, sorgen sie für mehr öffentliche Ordnung. Das machen wir auch. Ich mache sehr gerne beides und baue das auch aus, damit... Die Armee dient für mich nicht nur dazu, Feinde zu töten, sondern auch für Recht und Ordnung zu sorgen, ne? Damit wir die auch dementsprechend aufstellen. Wir könnten von denen hier Einheiten rekrutieren. Lustig. Gut. Wir könnten die Quaden jetzt attackieren. Ich denke, ihre Armee ist hier gerade zerschellt. Die dürften nichts mehr da drin haben. Wir hungern. Dann haben wir hier nochmal die Sweben. Oh, die haben germanische berittene Kriegsbande, die nehmen wir mit. Kavallerie ist sehr kostbar in dem Spiel. Ich erwarte eure Befehle. Ja, sind 12 Einheiten und sie haben 16 Einheiten. Ja. Wie weit könnten wir laufen? Nicht so weit, wie ich gerne würde. Wir könnten hier hin und von da dann arbeiten. Ihr seht auch, er ist am Plündern, ne? Wir sind nicht im Krieg. Aber er plündert durch meine Gebiete. Das geht natürlich gar nicht. Okay, es haben uns sehr wenig den Krieger erklärt. Das ist sehr gut. Ich schiebe mal schnell die Truppen. Du kommst hier hin. Er steht halt schon ready, ne? Es ist unglaublich. Wir brauchen Legionäre. Und ihr seht, wir haben relativ viel Geld übrig. Wir könnten die Stadt angreifen, aber er würde zurückkommen und er würde uns da killen dann. Kommandant. Jetzt sind 6 und hier sind 4 drin. Wir bleiben mal da. Wohl. Er kommt nur bis hierhin. Also, wir laufen. Wir machen das so, wir killen zu zweit den hier. Und dann geht einer hier hin und verteidigt gegen die. Ich kann die Wüste nicht einnehmen, wir können die Wüste nämlich nicht halten. Und der andere wird Spanien, die Rebellen niederschlagen, weil die werden irgendwann kommen. Wie wir mit ihm umgehen, mache ich ein bisschen abhängig davon, wie er sich gleich noch bewegt. Die Truppen müssen vor allem zuerst mal ready sein und aufgefüllt werden, weil die sind alle schwach, ne? Ja, ansonsten... Wir hungern nach einer Schlacht. Also, er kommt bis hierhin, ne? Ja gut, es ist ein Glücksfall, dass er uns angegriffen hat. Weil jetzt greifen wir ihn an. Wir laufen mal schnell bis hierhin. Ja, sehr gut, okay. Er hat nichts mehr. Er hat uns alles entgegengeworfen, was er hat. Das ist mir zu riskant. Niemand wird entkommen. Deswegen schicken wir die Truppe, die eigentlich geplant war, hier als Verstärkung noch ranzugehen und dann zusammen anzugreifen. Aber ich dachte nicht, dass das so früh geht. Obwohl er uns, also um es klar zu sagen, es passiert sehr häufig, dass der hier angreift schon. Deswegen macht es auch Sinn, da wo man kämpft, die Truppen schon zu positionieren. So, kleiner Hinweis noch. 15.000 ist in unserer Schatzkammer.
5400 nehmen wir nur ein. Ihr merkt, da stimmt was nicht, ne? Warum habe ich jetzt auf einmal so viel Geld? Das liegt daran, weil wir relativ viele Gebäude abgerissen haben, die ich nicht brauche. Und das Geld, das wir über die Gebäude gekriegt haben, die wir abgerissen haben, die fließen jetzt nach Spanien. Und wir bauen in Spanien aus und auch in Italien. Glaubst du, man kann mit Westrum mit This is Total War gewinnen? Puh. Das ist eine gute Frage. Für alle, die es nicht wissen. Ja, wir greifen es an. Ist spannender, wenn ich es zeige. This is Total War ist eine Herausforderung in den Total War-Universum, dass man allen Nationen und allen Fraktionen, die man sieht, direkt den Krieg erklärt. Also immer, wenn du eine neue Fraktion triffst, erklärst du der sofort den Krieg. Sprich, du startest das Spiel, erklärst allen den Krieg und immer, wenn du eine neue Nation triffst, erklärst du denen auch den Krieg und dafür gibt es einen Erfolg. Ob das mit Westrum möglich ist, eine gute Frage. Ich finde es herausfordernd genug. Ja, das reicht. Ich finde es herausfordernd genug, wie es aktuell ist. Wir machen zuerst mal das hier. Okay. Hier haben wir mehrere Türme und hier müssten wir hin, ne? Und ohne jemals Frieden zu schließen. Genau, ja. Wir machen jetzt aber zuerst das hier. So, meine Verstärkung müsste von hinter mir kommen. Wir stellen die Kavallerie mal schnell hier auf, dass ich hierhin Sicht habe. Ich stelle die ein bisschen hier hinten auf, nicht dass er auf die Idee kommt, rauszurennen. Und die Unterstützungstruppe, die hier hinläuft, die soll dann dafür sorgen, die soll hauptsächlich angreifen, weil die sind schon verwundet. Ein Töricht. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Die ist mir egal, es geht mir um meine Unterstützung. Es ist eh nur ein Kommandant, der da aus feindlicher Unterstützung rankommt. So, hier bitte hier hin. Okay. Oh, das sind Bogenschützen. Was ist, wenn wir hier... Ich gehe mal schnell da außen rum. Wir stellen die verwundeten Truppen etwas weiter hinten auf hier, ne? Die zwei Generäle hier. Generäle sind übrigens derart wichtig. Also wenn der General stirbt, habe ich ein echtes Problem. A, weil ich einen ausgebildeten Soldaten, Anführer und Verwalter verliere. Das heißt, die haben immer höchste Priorität, dass sie überleben. Ansonsten bricht das Reich zusammen. Wenn mir zu viele Generäle sterben, kriege ich massive Probleme. Equites, Kundschafter. Ja, die Equites Kundschafter sollen mir mal sagen, ob hier was kommt oder nicht. Okay, wo ist er? Hier. Ich habe das Gefühl, dass da niemand steht. Hat er alles hier versammelt? Versuch den Turm mal einzunehmen. Die haben übrigens hervorragende Erkennung und hervorragende Eroberungskraft. Und Eroberungskraft ist die Kraft, die sie brauchen, um zum Beispiel diese Türme hier einzunehmen. Stellen sie auch so auf, dass sie noch mit dem Schild vielleicht ein bisschen deffen können. Obwohl, das ist eh ein Schuss und dann ist er tot. Türme sind so stark in dem Spiel. Aber wenn das Ding unten ist, dürfte der nicht mehr schießen, glaube ich. Nein, doch nicht. Ja, wir werden jetzt einfach ein paar sterben. Aber das muss ich machen, weil ich will außen rum. Ich will außen rum können, um die Bogenschützen unter Druck zu setzen, in dem Moment, wenn die hier dran sind, ne? Ah, da sind Pikeniere. Ah, und da kommt der andere. Ich verstehe. Bin ich schnell genug? Wir werden es versuchen. So, ich schicke die da ran. Die Idee ist, dass die in Pikenierstellung gehen, weil es sind Pikeniere, dann sind sie langsam. Weil sie denken, sie werden angegriffen. Dann drehen wir ab, das verschafft uns etwas Zeit. Go, 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 go. Sehr schön. Okay, hier ist zu. Wahrscheinlich wird der General hier oben stehen, um das zu verteidigen. Hat aber keine Chance, zu uns zu gelangen, weil er kann nicht durch das Dings durchlaufen. Und wenn ich jetzt schnell genug bin, dann komme ich an die noch ran.
Die habe ich nicht gesehen. Ei, naja, wir sehen von unten sehen wir nicht hoch beim Hügel. Das ist völlig logisch. Merkt ihr übrigens, dass meine Leute hier schneller sind als die Verstärkung? Das liegt daran, dass die Verstärkung erschöpft ist. Aber er hat ein Problem. Er hat ein Problem, weil die Kavallerie sehr schnell ist. Ich habe ein Problem, wenn die Kavallerie eingesperrt ist und meine Infanterie, die ich rechtzeitig befreien kann. Komm, flieht, ganz, hopp. Ihr werdet ein Marionettenstaat von mir, wenn ihr hier fertig sind. Spüre! Das ist interessant, er rennt raus. Der Feind verliert an Boden! Das ist ja das Ziel. Sagen wir bitte, wenn die Pikaniere kommen. Wir sind schon sehr nah, die Pikaniere. Und die Pikaniere sind langsam, wenn sie in die Formation gehen. Und sie müssen in die Formation gehen. Wir lassen die Speerwerfer so lange werfen, wie es halt geht. Wir ziehen uns hier schrittweise zurück. Und jetzt geht ihr runter. Die hört auf zu schießen. Ihr kriegt alle den Befehl, bitte schnell stopp, 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 stopp. Okay. Rein da. Nice. Jetzt den Turm. Hier bitte hierhin. Ich habe jetzt vorhin einfach alle angeklickt und sollen reinrennen, weil ich nicht auf langsam machen kann. Der feindliche Turm ist nur noch ein Haufen Schutt. Geht halt nicht anders. Die Kavallerie wieder noch mal einmal außen rum. Gut. Wir haben jetzt keinen Zeitdruck mehr, weil die Türme, die uns anschießen können, sind raus. Das heißt, die hier. Befehle verstanden für den Ruhm Gottes. Lebes Armaturae. So, wir stellen jetzt mal sehr römisch eine schöne Linie auf. Doppelte Geschwindigkeit. Geht immer wieder schnell. Was schießt man von da aus? Ist zwar ein bisschen weit weg, aber versucht es. Okay, ihr könnt über die Palisade schießen. Ich kann die nämlich nicht von vorne challengen, aber wir können sie totschießen mit den Speeren. Weil die Pikeniere sind des Todes in einem engen Gang. In jedem Total War Teil. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Stop. Zero, danke schön für den Spaß. Feindliche Einheiten sind in die Schlacht zurückgekehrt. Ja. Kohorten! Lebes Armaturae! Herr, gib uns Kraft! Das ist ein germanischer Adliger. Wenn er nicht angreift, wir werfen weiter. Wir werfen weiter, Digga. Wenn er nicht angreift, ich werf weiter. Ich habe keine Ahnung, was er da fabriziert, aber ich werf weiter. Der feindliche General ist gefallen. Gut. Lebes Armaturae! Angriff!
Hoch da. Na, 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 alles Schussverbot, alles Schussverbot. Ich weiß, ihr seid Kohorten und ich weiß, ihr habt auch Pillungs, die ihr werfen könnt, aber... Hold on, Digga. So, einmal hier hoch. Es dauert immer ein bisschen das Kämpfen, ne? Aber das ist ja das, was Total War ausmacht. Diese Mischung zwischen selber kämpfen und aufbauen. Herrlich. Palatine wachen! Palatine wachen! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Wir sollen außenrum die Pikeniere noch töten, gibt XP. Die Germanen sollen uns fürchten! Obwohl ich mehr eigentlich sollte ich mehr sie fürchten. Aber es geht darum, so zu tun, als ob. Wisst ihr? Es geht. Es aufrecht zu halten. Dass alle das Gefühl haben, wir sind noch so mächtig. Dann greift uns niemand an. Das ist zumindest der Plan. So. Dauert nicht mehr lange, bis wir die Quaden hier tatsächlich unterwerfen können. Wenn du die Palisade nicht verteidigen gehst, dann brechen wir gleich durch und dann umstelle ich dich. Ja, ich weiß nicht, was er da fabriziert. Trinitani! Für Gott im Himmel! Schnelles Marschieren! Doppelte Geschwindigkeit! Nemis Armaturae! Doppelte Geschwindigkeit! Mächtige Krieger Christi! Tja, keine richtige Schlachtordnung. Hey, ich nehme den Platz ein. Du kannst dabei sein oder du kannst nicht dabei sein. Interessant. Oh, dich hätte ich mitnehmen sollen. Warte, kannst du von hier unten ihn anschreien? Er hat die Fähigkeit, Moral zu senken beim Feind. Das ist zwar nicht viel, aber... Vielleicht macht's was aus, dass wir das hier schneller hinkriegen. Naja, er hat Kuban. Kann ich... durch. Das war der die Siedlung verteidigt hat, der ist eh tot. Okay, damit ist es eingenommen mit 131 Verlusten. Ich glaube, das ist akzeptabel. Ich denke, die Autoberechnung hätte uns hier mehr gegeben tatsächlich. Also ich habe weniger Verluste gehabt, weil er rechnet die Türme nicht so aktiv gut ein. Und dann würde ich sagen, wir unterwerfen die Quaden. Wir unterwerfen die Quaden. Also wir könnten es niederreißen, plündern, besetzen, ausrauben oder unterwerfen. Wir unterwerfen sie. Unterwerfen hat den Vorteil, dass sie jetzt unsere Marionettenstaat sind, also für uns arbeiten. Zudem können wir Einheiten von ihnen rekrutieren. So ein paar Schleuderer wären nicht schlecht. Die germanischen Schleuderer sind am Anfang sehr günstig, haben gute Munition. In der Verteidigung nicht zu unterschätzen. So, unsere Streitkraft, die Legio 1... Die Legio 1, die könnte ich tatsächlich umbenennen. Ich kann die Kommandanten nicht umbenennen, aber das kann ich umbenennen. Wir benennen die mal um. Macht ihr mal... Ihr habt jetzt auf Twitch einfach Glück. Im Ding. Müssen wir noch schnell umstellen für everyone. Nütchen 50 und dann könnt ihr mit Ausrufezeichen Legio L-E-G-I-O, so wie es hier geschrieben ist,
mal raushauen und dann machen wir, wird die Legion euren Namen tragen. Dann ist es dann die Legio 1, keine Ahnung, Schwenso oder Farag, je nachdem. Das finde ich ganz cool. So, also, aber die noch keinen Namen trägt, da machen wir Integrität in eigenem oder verbündeten Territorium. Finde ich ganz wichtig. Jetzt könnten wir die öffentliche Ordnung noch stabilisieren, tatsächlich. Oder die Integrität voll aufmachen. Nein, ich glaube, eins reicht. Fremden Territorium. Wir machen noch öffentliche Ordnung, Bürgerpflicht. Also sie fungieren auch ein bisschen als Polizei, die für Recht und Ordnung noch sorgen. Das finde ich wichtig. Kommandant. Und gut. Soweit. Ja, gut. Also. Der den Namen dieser Legion trägt, ist Freiwild. Ich erwarte eure Befehle. Nennen wir sie direkt Legio Freiwild. Ist das gut? Die Freiwild-Legion. Wenn du es geändert haben willst, sag Bescheid. Wir müssten jetzt aufbauen, aber aufbauen machen wir in der nächsten Folge. Das ganze Geld, was wir hier haben, die ganzen Denare, die müssen raus in der nächsten Folge. Wir haben also die Quaden unterworfen. Sprich, in der nächsten Folge geht's weiter. Wenn ihr es am Let's Play Channel guckt, lasst sehr gerne ein Like da, sehr gerne einen Kommentar da lassen, ob euch so ein Projekt gefällt, dass ich mal ein älteres Spiel ausgrabe und sage, okay, da ballern wir jetzt durch, auch mit der ganzen Erklärung. Sehr gerne, ab in die Kommentare, da freue ich mich sehr. Ich freue mich sehr, wenn ich Kommis lesen kann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play Teil. Und im zweiten Teil von Attila mit dem Weströmischen Reich. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.